Er ist nicht ein angenehmer Gast. Er kommt zwar selten und bleibt auch nicht lang, aber gleich macht er alle Jahre Millionenschäden in der Landwirtschaft, an Gebäude und Auto. Wir reden vom Hagel. Hagel ist Niederschlag in Form von Eisklumpen. Bei kleinen Körnern reden wir von Graupel, bei grösseren Körnern von Hagel. Hagelkörner können einen Durchmesser von über 6 cm erreichen. Das entspricht in etwa der Grösse eines Tennisballs. In der Schweiz hagelt es vor allem im Sommer, im Juni und im Juli. Hagel entsteht in Gewitterwolken. Innerhalb der Gewitterwolken gibt es starke Auf- und Abwind. Die Aufwind bringt Wassertröpfchen in die höheren Regionen der Gewitterwolken, wo es sehr kalt ist und wo die Tröpfchen dann gefrieren. Die gefrorenen Tröpfchen fallen wieder runter und werden vom nächsten Aufwind erfasst. Das Spiel geht so lange weiter, bis die Eisklümpen zu gross und schwer geworden sind und bis an den Boden runterfallen in Form von Hagel. So weit, so gut. Aber Hagel ist unberechenbar und man weiss recht wenig darüber. Das will das Mobiliar ändern. Sie forschen darum zusammen mit der Universität Bern und Meteo Schweiz. Im Mobiliar Lab für Naturrisiken untersucht man Probleme rund um Hochwasser, Stürme und eben Hagel. Wir untersuchen die Hagelverteilung in der Schweiz. Mit Radardaten von Meteo Schweiz schauen wir an, wo es in den letzten 10 Jahren wie oft gehagelt hat. Die Informationen ergänzen wir mit Schadendaten von dem Mobiliar, die uns sagen, welche von diesen Hagelereignissen auch zu Schäden geführt haben. Außerdem interessieren uns auch die einzelnen Hagelzellen. Wir wollen wissen, wo sie entstehen, wie weit sie ziehen und wo sie sich wieder auflösen. Und welche Prozesse in der Atmosphäre dazu geführt haben. Längerfristig erhoffen wir uns von dieser Forschung eine Verbesserung der Hagelprognose. Hier im Garten der Meteo Schweiz in Locarno Monti hat vor etwa 50 Jahren die Geschichte der Wetterradarforschung in der Schweiz angefangen. Und zwar hat man hier ein Wetterradar installiert und hat damit die Tabakplantage in der Magadino-Ebene vor Hagel schützen. Der Erfolg für die Tabakplantage war dann eher mässig, aber man hat sehr bald gesehen, dass die Radartechnologie eine ausgezeichnete Möglichkeit ist, um Regenzonen und Gewitterzellen flächendeckend über die ganze Schweiz zu erfassen. Und so sind 5 Jahrzehnte von grossen Fortschritten in der Radarforschung und der Radaranwendung im Alpenland Schweiz. Mit einem Radar kann man schauen, wo es Niederschlag hat und wie stark das da ist. Eine Antenne, die sich dreht, sendet ein Signal in die Atmosphäre raus. Und wenn das Signal auf Regentröpfe, Schneeflocken oder Hagelkörner trifft, wird ein Teil von diesem Signal zum Radar zurückgesendet. Je nachdem, wie stark das Retoursignal auf dem Radar ankommt, weiss man dann, ob es nur ein leichter Nieselregen oder aber starker Gewitterregen ist. Die Radardaten werden auf eine Karte mit verschiedenen Farben dargestellt. Die Farben entsprechen die verschiedenen Niederschlagintensitäten. Die höchsten Stufen werden mit Rot- und Violettfarben dargestellt und entsprechen starke Gewitterregen. Die Radardaten sind sehr wichtig für die Hagelforschung. Es gibt aber ein grundsätzliches Problem. Die Radardaten sagen nicht, ob es Regentröpfe, Schneeflocken oder Hagelkörner sind. Man kann aber ausrechnen, wie hoch die Chance ist, dass es in einem bestimmten Gebiet hagelt. Hagel ist nur mit starkem Gewitterregen möglich. Zudem spielt der Höhe der Nullgradgrenze eine wichtige Rolle. Einfach gesagt, je höher ist die Gewitterwolke über die Nullgradgrenze, desto höher ist die Hagelwahrscheinlichkeit. Beide Karten zeigen das gleiche Ereignis. Links die Niederschlagintensitäten, rechts die Hagelwahrscheinlichkeit. Wenn man beide Karten vergleicht, sieht man, dass Hagel tritt nur zusammen mit starkem Gewitterregen auf. Als nächstes muss man prüfen, wo das es denn wirklich gehagelt hat und wie gross das die Schäden sind. Und für das sind die Daten von beschädigten Autos sehr geeignet. Man verknüpft jetzt im Mobiliarlab die Schadendaten mit der sogenannten Hagelwahrscheinlichkeit von einem Gewitter. Überall dort, wo es einen schwarzen Punkt auf der Karte hat, sind der Mobiliar nach einem Gewitter Schäden von Fahrzeugen gemeldet worden. Die ersten Resultate zeigen, dass man vor allem in den orangen und roten Gebieten mit Schäden an Autos rechnen muss. Wenn es fest gehagelt hat, ist ein effizientes Schadenmanagement von zentraler Bedeutung. Wenn wir unseren Kunden einen guten Service bieten wollen, dann sind wir auf aktuelle Hageldaten angewiesen. Wenn der Kunde uns den Schaden meldet, werden wir ihn sofort über das weitere Vorgehen informieren. Und das können wir nur, wenn wir wissen, wann, wo und wie stark es gehagelt hat. Mit den Kunden, die die Auszahlung vom Schaden wünschen,
wenn wir bei der Schadenmeldung einen Termin mit ihnen vereinbaren, damit wir den Schaden können anschauen, berechnen und dann schnell auszahlen. Und das machen wir an einem sogenannten Hagel-3-Fin. Ein gutes Schadenmanagement nützt also nicht nur der Versicherung, sondern auch unseren Kunden. Und darum ist die Zusammenarbeit mit der Forschung für uns so wichtig. Die Forschungsinitiative von der Uni Bern, von der Mobiliar und von der Meteo Schweiz hat der Hagelforschung in der Schweiz neue Schub verleiht. Dazu kommt, dass wir mit der neuen vierten Wetterradar-Generation, die wir in den letzten Jahren installiert haben, dank einer neuen Technologie Hagel besser identifizieren können. Das Endziel ist, Wetterlagen mit Hagelrisiko besser zu verstehen und besser vorherzusagen.